Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Trainerkarriere-Part. Ja, willkommen, herzlich willkommen zurück. Mein neues Passbild, da seht ihr es. Guck mal, wie brav ich da schaue. Ja, ist das nicht brav? Das ist, nee, nicht mein neues Passbild, sondern auf meinem Führerschein mein Bild. Ich musste ja meinen Führerschein mal neu beantragen. Wer meinen Kanal schon sehr lange verfolgt, der weiß, dass ich mal in Hamburg war, vor einem Jahr ungefähr. Und da habe ich mein Portemonnaie verloren. Das war sehr ärgerlich. Jetzt habe ich einen Führerschein neu beantragt. Und diese Drecksäcke, sage ich euch gleich, was sie an Geld verlangen. Erstmal heute DFB-Pokal gegen den HSV. Also, ja. HSV ist ja auch eine Mannschaft, mit der ich ja schon Sympathien habe, muss ich ja sagen. Thiel, aha. Oh, wir haben ja noch einen Innenverteidiger da. Thiel ist natürlich auch nett, einen Thiel zu haben. Aber, guck mal, ich habe hier nur, ne? Halt, erstmal den anderen noch auswechseln. Also ich habe ja zwei verletzt jetzt in diesem Video, in diesem Part und die nächsten Wochen, glaube ich. Und da muss ich was machen. Kommt ja wieder Bigalke da vorne hin und jetzt nehmen wir mal hier einen Innenverteidiger mit. Uca wird diesmal spielen, würde ich jetzt mal sagen. Und mal gucken, ist hier noch so. Sind alle fit? Eigentlich sind alle fit. Okay, also gehen wir jetzt mal ins Spiel rein. Und Hamburg, ja, spielen. Ja, oh, schön, zu Hause. Ah, ich mag das Trikot von Hamburg hier mit den roten Hosen. Und da, ah, schön. Wir nehmen aber das Trikot für Hamburg. Obwohl farbenfroher, farbenschöner, obwohl wir sehen so viel Rot bei mir immer. Nehmen wir das doch, ja. Alter, ich habe gerade Steffen Schwuchtel gelesen. Entschuldigung, aber ich habe es gelesen. Ich kann nichts dafür. So, es schneit schon wieder. DFB-Pokal. Und was schätzt ihr, was muss man bezahlen, wenn man einen Führerschein neu beantragen muss? Da muss man da hingehen. Man muss erstmal natürlich Passbilder machen lassen. Passbilder kosten irgendwie 15 Euro oder sowas, wenn man das beim Fotografen machen will. Wenn ich in den Automaten gehe, dann klappt das sowieso immer alles nicht. Dann zahle ich lieber mehr und habe dann eine gescheite Qualität und gute Bilder. Ja, was schätzt ihr, was man zahlen muss, wenn man einen Führerschein neu beantragen muss, weil man ihn verloren hat oder was weiß ich? Es sind nicht, fangen wir mal niedrig an, es sind nicht 30 Euro. Es sind nicht 40 Euro. Nein. Es sind auch keine 50 Euro. Das sagt euch ja falsch. Es sind nicht 60 Euro. Nein! Meine Damen und Herren, es sind 70 Euro, die ich da bezahlen musste. 70 Euro. 70 Euro. Ich rechne ja immer im Hinterkopf in Mark. Also das hört sich bescheuert, aber ich rechne echt nur in Mark. Das sind 140 Mark. 140 Mark, Alter. 70 Euro. Wenn ich noch meinen 400-Euro-Job gehabt hätte, ja, dann wäre das ja fast ein Viertel. Also es ist ein Fünftel oder sowas, ja. Könnt ihr euch ja ausrechnen. Ihr könnt ja alle Mathe, ich nicht. Sind so viel von meinem Lohn. So eine Scheiße. Naja, Dummheit muss bestraft werden, kann man ja auch sagen. Naja, es schneit jedenfalls und jetzt darf ich wieder legal Auto fahren. Aber ich meine, auch wenn man, glaube ich, keinen Führerschein bei sich hat, kann man Auto fahren, weil ich bin ja allgemein berechtigt dazu, Auto zu fahren. Wenn die Polizei mich in der Zeit kontrolliert hätte. Tor. Nein! Rudness, ey. Scheiße. Ah, weg damit. Ich habe keinen Bock, einen Content-ID, einen Content-Treffer zu bekommen, so eine Scheiße. Es ist weiter an. Ja, ich muss da drüber labern. La 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 la. Das ist nicht gesperrt für das Video. So, und ja, da muss ich zur Polizei gehen und das nachzeigen. Ja. Aber ich kann euch ja mal sagen, ich bin 29 Jahre alt, habe in meinem 18. Lebensjahr meinen Führerschein gemacht. Und ich wurde einmal kontrolliert. Und das war, als ich Fasching, oder was war das hier, Weiberfastnachtmäßig, irgendwo sowas, ich kann mich damit nicht aus, nachts noch rumgefahren bin durch die Stadt und da war eine Polizeikontrolle. Da wurde ich einmal kontrolliert. Einmal. Ja, aber ich will gerne in die nächste Runde kommen und das heißt, ich muss jetzt ein Tor schießen. Mindestens eins.
Und deswegen spiele ich auch mit meiner besten Mannschaft heute. Meine besten Stürmer. Ja, toll, jetzt kriegt der Einwurf. Ich dachte schon. Gut, genug zum Thema Autoführerschein. Wenn mir noch was einfällt, dann sage ich was dazu. Aber im Moment erstmal nicht. Weil das jetzt für mich aktuelles Thema gerade ist. Verliert bloß nicht euer Portemonnaie. Das Schlimmste, was das Geld draußen ist, gar nicht mal so das Schlimme. Diese Rennerei, die man da hat, das ist einfach. Das ist das, was einen abkotzt. So, und jetzt muss der Basti sich aufs Spiel konzentrieren, weil er hier noch zwei Tore heute machen muss. Zu nah. Verdammt, Madei. Hamburg hat sich in echt ja jetzt auch wieder so ein bisschen gefangen. Ne? Ich finde es auch, für mich ist ja auch der Trainer aus dem Nichts gekommen. Der ehemalige Ex-Trainer von Borussia Dortmund. Wie heißt er? Van Marwijk? Ist das der? Heißt er so? Weiß ich nicht. Aber dieser Holländer da. Und für mich ist er echt aus dem Hut gezaubert gewesen. Habe ich gar nicht damit gerechnet. Ja. Bin ich sehr gespannt, was da mit Hamburg weiter passiert. Aber hier im DFB-Pokal werden sie leider gegen Köln ausscheiden. Nichts dran vorbeiführen. Schön gemacht von Chi. Jetzt die Flanke. Jetzt der Kopfball. Jetzt der Nachschuss. Hector stolpert da über seinen eigenen Fuß. So. Hat er richtig gut gemacht. Ah, das habe ich auch gut verteidigt. So. Risse verletzt und dieser Perez, ey. Das ist unglaublich. Boah. Ich habe in der Mitte keine Leute irgendwie. Ja, jetzt kommen wir. Ja, nee. Oh ja, ich bin einfach mal in der Mitte durch. Habe ich eben auch gemacht. So. Ah, ich mache auch zu schnell. Das ist einfach meine eigene Schuld. Schade. Ah, jetzt darf ich eigentlich nicht drauf gehen, weil dann ist unten frei. Aber. Oh, das ist so die KI, ne? Da kommst du ewig nicht an den Ball ran. Die können dich halt einfach durchficken von vorne bis hin. Am Ball, machen wieder hier den schnellen. 36 Minuten vorbei, also ist noch viel möglich. Da oben, oh, schön gesehen. Ah, jetzt ist es wieder vorbei. Aber das war ein realistischer Angriff, fand ich. Und dann der realistische Verkackungsautomat hier. Ja, ist so schön, wie man zurückliegt im DFB-Pokal. Also diese Fansongs sind aber überhaupt nicht realistisch. Boah, wie der Ball halt einfach durchkullert. Helmes, die sind alle so langsam. Ja, alle so langsam. Ja. Und das war's dann wieder, oder was? Ja, der Gegner macht halt auch keine Fehler gerade. Der macht keinen einzigen Fehler. Wie soll ich da einen Fehler ausnutzen, wenn er keinen macht? Ich muss ihn hier provozieren. Aber im Moment habe ich eher andere Probleme, als hier was zu provozieren. Oh! Keiner vorne. Ach, Halbzeit, ey. 1:0 zurück, ey. Letztes Spiel schon kein Tor. Jetzt kein Tor. Das war von meiner Seite aus. Gladbach liegt zurück gegen Bayer. Habt ihr die Durchsage gehört? Irgendwen haben sie. Irgendwer soll da an die Kasse kommen, zu Mama. Boah, ey, Helmes, es ist einfach lächerlich, was ihr könnt hier. Boah, ey, das ist so lächerlich! Ich kann jetzt in der Mannschaft nicht gut spielen. Das ist einfach. Das ist immer leichter gesagt als getan alles. Das ist echt. Spielen sich einfach so komisch.
sind einfach alle so langsam und haben weniger drauf als der andere. Jetzt komm. Doch nicht auf den! Oh. So. Matuschik auf den Gegner. Perfekt. Perfekt auf den Gegner spielen. Also wenn er eins konnte gerade, dann war es perfekt auf den Gegner spielen. So. Jetzt ist wieder diese Phase, wo du einfach nicht an den Ball kommst. Und wenn du an den Ball kommst, dann geht er ins Außen und gibt einen Einwurf. Eieieiei, Rincon kommt rein jetzt hier. Jetzt geht's los. Wie gesagt, das war mal ein Fehler von der KI, aber ich kann so einen billigen Fehler im Mittelfeld kann man nicht ausnutzen. Matuschik raus, Lehmann rein. Halfa raus. Alle raus. So ein Mist. Ja, das wird hier nichts. Bandagen auffangen. Ja, halt an. Am besten ist, wenn du anhältst, wenn du neben dir herrennt. Das macht mir am meisten Sinn. Weil dann bist du die Sorge schon mal los. Ich wusste ja, dass er da oben ziehen wird. Jetzt aber. Ja, das ist halt die Unfähigkeit dieser Spieler. Da kommt der Spieler, der kriegt halt einen Ball an der Hacke. Und da geht der Ball halt einmal durch. Das ist nicht meine Ausrede, das ist Tatsache. Helmes, der Ball klebt halt einfach nicht an dem wie an einem Eto'o zum Beispiel. Nicht. Ultimate Team haben. Oh. Mann, das war schön gedacht von mir, fand ich. Ich wollte den Spieler da oben haben, dann wollte ich da am Ball ran. So. Oh, was eine. Und dann ist der Schnee da und dann geht nichts. Wenn kein Schnee gewesen wäre, wäre das eine perfekte Vorlage gewesen für ein perfektes Tor. Aber da wir hier Schnee haben, geht das natürlich nicht. So läuft es dann vor sich hin. Dann werden hier. Oh, ein Fehlpass. Oh. Er hat ihn noch drin. Dieser kleine Lutscher da. So. Jetzt da außen mal hier Chihi. Ich muss aber beim nächsten Mal im Vollbild spielen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Doch nicht auf den. Ich habe wieder unten links gedrückt. Ich habe nach unten links gepasst, auf den der da frei ist, ja. Das wäre ja zu einfach gewesen. Da hätte ich ja einen Ball gehabt. Da hätte ich ja eine Chance gehabt. Und Hamburg hat eine Chance und macht die Halle rein. Eiskalt. So. Oh. Gut klar. Oh. Warum passt der denn da? Das war jetzt auch nicht mal zu schnell, weil du einfach. Man macht es so. Oh. Tor. Oh. Pokalfight, 80. Minute. So, jetzt hier, jetzt geht's davon. Die stehen halt alle scheiße. Guck mal, wie perfekt die hinten stehen, die Hamburger. Da ist alles dicht. Aha, das war doch alles schön gemacht. Das war doch gut gemacht. Und das war's. Ich bin zu depressiv, pessimistisch. Depressiv bin ich nicht. Da braucht er keine Angst haben. Jo, komm, jetzt einmal an Ball rein, jetzt auf dem Schnee, komm, holst du, hast du. Ja, mit dem Arsch hat er ihn. Ah, Leute, ist das alles erbärmlich. Du
kannst mit dieser Mannschaft nicht gewinnen auf Weltklasse. Es geht so einfach nicht. Und am liebsten schon wieder kurz davor, am liebsten auf Profi umzustellen. Und selbst auf Profi wäre das hier nicht leicht gewesen. So, jetzt lässt er nicht ab, Nachspiel wahrscheinlich. So wie ich mich kenne. Mich und mein Glück. FIFA. Perfekt. 2-0. Kotzen, ey. Ich kotze die Wand an. Naja, dann bin ich eigentlich raus aus dem Pokal. Das war auch mein Ziel. Also Ziel erreicht. So. 2-0 verloren. War alles mein Ziel insgeheim. Somit kann ich fröhlich davon gehen. Ne, ich bin auf 180, ehrlich gesagt, innerlich. Das ist so Sachen da, ne? Da kriege ich einfach, da kriege ich einen Hals. Unentschieden ist für mich wie eine Niederlage. Und das, die Niederlage ist für mich zum Kotzen nochmal dazu. Mega Frust an diesem Samstag also für euch. Von meiner Seite aus. Ah, scheiße, ey. Ich brauche jetzt wieder irgendwie Erfolg. Das kann doch nicht wahr sein. Die kündigen mich doch. Ja, ja. Wer ist das mal? Rot, ja, schön. Schön, schön, schön. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer kommt als nächstes dran? Wer darf als nächstes gegen mich gewinnen? Oder unentschieden spielen mindestens. Oh, meine Nase ist zu, ey. Ich krieg so eine Erkältung. Es ist einfach kein Spaß mehr. Timo Horn, geht da schon los hier mit den Transferangeboten? Könnte abhaken, das ist mein Torwart. Trainer, die finden uns eine Liste von Spielern, über die wir weitere Informationen haben. Ah, geht das wieder los. Oh, ja, komm hier. Meine Nase ist einfach gerade so zu. Chihi ist auch dabei. Ja, schön. Was, der will weg? Ja, Jalo will weg. Was soll das denn? Denkt wohl, ist was Besseres oder was? Transfermarkt ist jetzt offen. Okay. Mal gucken, was ich dann im nächsten Part mache. Ja, löschen. So. Ja, was mache ich im nächsten Part? Löschen. Okay, also erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächsten Samstag wieder, wenn alles gut geht. hoffentlich mit 2 Siegen, also, oder 1 Sieg, wenn ich ein Spiel nur mache. Mal schauen, wie es dann ist. Oh, meine Nase ist gerade so zu. Meine Nase ist so zu. Ich krieg... Also, meine Nase ist jetzt so zu. Ich kann nicht mehr reden, richtig. Jetzt ist noch zu, aber so war sie. Also ich will euch auch nicht voll schniefen hier. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen guten Abend, eine schöne gute Nacht, ein schönes Wochenende und vergesst nicht Weihnachtszeit, Familienzeit und so. Der 3. Advent ist dann morgen oder heute, wenn ihr das Video sonntags erst guckt. Ja, macht ein bisschen was Schönes mit der Familie auch mal, ne? Das gehört auch dazu, finde ich. Ist so, für mich ist Weihnachten, ich bin nicht gegläubigt, ich bin nicht getauft oder sowas, aber für mich ist Weihnachten einfach so eine Familienzeit, so, ne? Besinnlichkeit und sowas, ja? Ja, dann sage ich auch mal der Family hallo. So, hallo, macht's gut. Okay, ja, nee, ihr wisst, was ich meine, ne? Bis dann erstmal, macht's gut. Ciao, euer Basti. Ho, 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 Consumer.